Moin Mädels! Moin Jungs! Ah, ich bin's wieder, euer Kalle Kuschinski, ne? So. Ich hab das hier direkt rausgefunden. Mit dem Schrank. Ja. Mach mal einen Abgang jetzt. Ja, also die letzte Folge Outlast, die kam ja sehr gut bei euch an. Ihr findet es ja offensichtlich schön, wenn ich leide. Aber heute bringt mich wirklich gar nichts aus der Ruhe. Ich hab eben schöne Musik gehört, mir geht's gut. Also ich denk mal, heute braucht ihr gar nicht... Also hier passiert heute nichts. Also, wir wollen ja eigentlich raus hier aus dem Laden. Jetzt hat der uns hier natürlich total hops genommen, ne? Aber ich meine, wir haben doch theoretisch... Ach, wir müssen den Scheiß wieder anmachen. Die Kacke mit dem Kack. Ich bin cool, mir passiert nichts. Alles nur ein Spiel. Von Helen Granat. Das war eine richtige Granate, die Helen. Projekt Wallrider. Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Ja, gut. Wir sind hier nicht im... Yo. Ich habe gerade die Kamera runtergenommen und mich davor erschrocken. Was bin ich denn für ein Angsthase? Was hat er denn? Ach, du Schande. Ja, ich bin ganz cool, ich bin ganz cool, ich bin ganz cool. Mir passiert nichts. Was er? Muss irgendwie in den Keller, ne? Warum kommt da Water raus? Ja, 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 alles cool. Ich quetsch mich jetzt hier zwischen. Ein Buch, schön, ich liebe lesen. Was steht da? Okay, ja, also hier wird natürlich einfach... Hier passiert natürlich immer mehr Shit. Voll das mit der Mucke. Alles cool. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Ach, nö. Warum denn jetzt Gaspumpen? Hängt jemand. Das ist nicht geil. Bruder. Hier. Schöne Battery. Alter, mach doch nicht so ein... Der macht hier so einen Lärm. Ah, ja, ja. Bin ich gar nicht mehr so gut drauf.
Oh, das ist so schlau von mir, dass ich hier hintergegangen bin. Wusste nicht mal, dass da ein Schrank ist. Geht der da hinten lang? Hier kommt der bestimmt auch nochmal. Hier kann ich nicht hinter die Dings, scheiße Dings. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, hier wohin, ne? Wieso ist der so hässlich? Ey, kannst du nicht mal entscheiden, wo du hin willst, mein Freund? Nimm mal hier. So, wir gehen jetzt erstmal hier in den Schrank. Erstmal kurz ausruhen. Frage ist, wo ist denn jetzt dieser Hauptschalter, ne? Boah, hab ich mich gerade vor der Pfütze erschrocken, Bruder. Boah, das ist gar nicht cool. Da. Okay, macht's nicht besser. Jesus, bitte! Ah! Oh, Gott bless! Aber er macht den Schalter auch nicht wieder runter, ne? Was wir hier für einen Lärm machen. Entfernt er sich oder kommt er näher? Ah ja. Wait a second. War so ein Fußspur? Muss das jetzt alles nochmal neu machen? Scheiß drauf, Digga. Alter, ich bin am Sweaten. Alter, Speedrun. Alter, wie ich den weggespeedrunnt habe. Alter, darauf erstmal eine neue Batterie. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da vorbei?
Eieieiei. Jesus, Macarises. Und jetzt aber ab nach Hause, Meckes. Wo ist die Treppe? Achso. Alter, einfach schnell. Einfach schnell jetzt. Ah! Oh, das Wasser! Ah! Shit. Und jetzt muss ich wieder in den Security-Raum. Ei! Ei! Was? Nee! Ey, nee! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. Oh, bist du hässlich, Bruder. There's not yet for you to witness. Scheiße. Will you see it? Can you? Nein, jetzt kommt die Polizei! The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel and all doors will open before you. Das war so klar, dass ich da jetzt nicht wegkomme, ey. So eine Scheiße nur eins. Was? Wo bin ich denn jetzt? Und der hat mich befreit. Shish Kebab. Oder soll ich hier mal meine Cam zücken und hier krass einen aufnehmen? Ah ja. Der Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Das ist natürlich crazy shit in my ass. Da kann ich doch bestimmt an der Wand schleichen, so, weißt du? Wer ist das? Vielleicht Father Martin's man. Penisalarm! Er looks nervous. I would like to kill him. I want his tongue. And liver. They are yours. Okay, Bruder. Okay. You look like you've seen a ghost. Ja, guck mal in den Spiegel, Bruder. Wie der sich die ganze Zeit den Schädel eindämmert, ey. Wahnsinn. Okay, hier kam gerade einer raus. Ist er hin? Sleep no more. Space. Alone. Leave me alone. Bruder. Aha. Yo. Nein. Ah! Oh! Oh, shit, am I? Oh! Du Kacke, Bruder.